Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, auch jetzt hier erstmal noch eine Kleinigkeit zu sagen. Das ist jetzt die erste Folge nach meiner längeren Pause. Und ja, ich habe allerdings jetzt gerade schon Command & Conquer aufgenommen. Und oh, hier geht's direkt los. Und ja, deshalb werde ich also sagen, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal im U-Bahn-Tunnel unterwegs und genau, und haben da den Boss besiegt und wir wollen jetzt Eve weiter verfolgen und sie ist wohl hier im Museum und will sich mit dem bösen Dr. Klemp treffen, Dr. Kramp oder wie auch immer. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Wir haben ihn gerade gesehen. Wer ist das? Wer ist da? Und wir sind hier richtig. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier irgendwas? Nein. Das Museum, liebe Leute, das ist ein sehr, 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 sehr scheißes Gebiet, sage ich einfach mal, weil... Hier mache ich einfach mal ein Safe Set. Weil es ist riesig, es ist verwirrend, es ist einfach nur scheiße. Es funktioniert nicht, aber ich bin sicher, dass er später wieder startet, wenn ich den Alarm deaktiviere. Ist ein Alarm? Okay, interessant. Ja, Leute, ihr seht, da oben ist offen. Wir haben jetzt hier zwei Wege. Wir können direkt in dem Typen hinterher oder wir können erstmal hoch. Ich glaube, wir gehen dem Typen erstmal hinterher. So. So, was willst du, Dr. Kramp? Oder Klemp, wie auch immer. Okay, interessant. Eine Amerika-Karte, okay. Ja, Leute, wir dürfen ins Museum. Ist das nicht toll, Leute? Ein Museum. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass hier so Dinosaurier und so, dass das ungemütlich werden könnte. Ja, genau, liebe Leute. Und wie gesagt, die erste Folge jetzt nach der längeren Pause. Und aber ich bin schon wieder guter Dinge, dass das hier gut funktionieren kann. Mit meinen weiteren Let's Plays. So, liebe Leute, was haben wir denn hier Schönes? Professor Klemp, wo bist denn du? Was hat er hier rausgenommen? Da wurde irgendwas rausgenommen. Auf jeden Fall ist da eine Kiste. Medizin 3, perfekt, Leute. Medizin 3 brauche ich. Da ist er also rein. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. So, wir müssen irgendeinen Alarm deaktivieren. Da ist er! Da ist er, Leute! Hey! Und es kommt ein Gegner. Toll. Was denn für ein Gegner? Boah, die Mucke ist gerade ganz schön laut. Die muss ich gerade mal hier... So. Achso, ich habe ja Erstschlag hier. Shit. Oh, Dinosaurier, Leute. Tatsächlich. Und der Eiseffekt, der bringt hier irgendwie gar nichts, ne? Bei den Dingern. Jetzt. Und der Burstschaden irgendwie auch nicht. Boah, was sind das für Dinger? Das sind Raptoren, ne? Das sind Velociraptoren! Heilige. Aber der Eiseffekt, der bringt leider nichts bei denen. Ja, gut. Alles klar, aber interessant der Gegner auf jeden Fall. Medizin 3 auf jeden Fall schon mal gesichert. Ja. Cool. Wie sind diese Dinosaurier hier hingekommen? Oh, jetzt haben wir sogar eine geile Mucke hier. Ja, das stimmt. Wie kommen Dinosaurier hier hin? Das ist interessant, ne? Ah ja. Ich wusste es, dass die Dinosaurier hier zum Leben erweckt werden. Oh Mann. So. Eine Waffe, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe nämlich schon eine gute Waffe. Und ein Tool. Perfekt. Können wir das Tool irgendwie benutzen? Mach mal G3, kann man vielleicht die Werte rausnehmen, ne? Ja, mach das, komm. Nimm die Werte raus. Dann haben wir 61 Schaden, das ist auch schon mal nicht schlecht. So. Die Tür ist natürlich verschlossen. Okay, das heißt, dann können wir dem nicht hinterher. Dann müssen wir jetzt also wieder zurück und auf den anderen Weg. Dieses Museum, das ist so verwirrend, Leute. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Da sind wieder Raptoren und grüne... Keine Ahnung, was das darstellen soll. So schön
schön Burst-Schaden hier machen. So, oh, ich kriege aber so viel Schaden von denen hier, ne? Das ist irgendwie nicht cool. Und vor allem, dass dieser Eiseffekt nicht funktioniert. Das ist echt schade, Leute. Da bräuchte ich eigentlich noch ein Super-Tool, ne? Um den Eiseffekt wieder rauszunehmen, wenn er nichts bringt. Aber gut, egal. Oh, schau mal da. Parasite, also wir haben wieder ein Level-Up erstmal. Level 28. Maximale Hitpoints 629. Und wir haben Medic. Entfernt alle negativen Status. Aber habe ich das nicht schon mal... Habe ich das nicht schon? Ich habe doch hier diesen... Moment. Medic, ja... Habe ich nicht diesen Gene hier? Ach so, nee, habe ich nicht. Ich habe es nur als Item. Das ist ja interessant, Leute. Ja. Dann mach hier nochmal, da sind wir nämlich wieder schön voll. 629 Hitpoints. Meine Frische, das ist schon ordentlich, ja. Das ist schon ordentlich. So, jetzt sind wir wieder im in der Haupthalle. Und natürlich sind hier Gegner. Oh, schon wieder so ein Dino, ey. Die Dinos, die sind so heftig, Leute. Genau, mach mal schön hier Burst-Schaden. So, und die grünen Dinger da, die sind auch interessant hier. So. Dieser Eiseffekt, der bringt nichts. Was soll denn das? Der Dino, der kommt in die Range, oder? Drei Stück getroffen, geil. Das ist natürlich geil an der Waffe jetzt, ne? Der Burst-Schaden. So, jede Menge Medizin. Perfekt. Wir leveln uns nochmal schön auf hier. Was auch sein muss, definitiv, weil die Gegner, die werden hier immer heftiger. Es ist allerdings auch nicht mehr... Muss ich jetzt da rein oder kann ich jetzt hier hoch? Oh ne, das ist noch mit dem Alarm, okay. Es geht aber auch langsam aber sicher aufs Finale zu, weil das Museum ist, glaube ich, das letzte Gebiet und hier gibt es nämlich ein kleines... Gimmick. Und zwar das hier. Oha. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele Tiere haben sich versteckt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder? Scheiße. Das sieht man nämlich da an diesen Schatten, Leute. Die Tiere, die haben kurz aufgeblinkt. Und es sind 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Das ist ja cool. Ja, hier gibt es so kleine Mini-Rätsel, Leute. Und wir kriegen Medizin daraus, ja. Das ist natürlich immer mega nice. So. Was? Ein Kampf? Hier? Was für ein. Okay. Ein grünes Ding. Na gut. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Grashüpfer oder so. Das ist interessant. So. Kaputt. Ja. Und noch eine Medizin 2. Geil, Leute. Wir füllen uns langsam auf mit Medizin. Das brauchen wir auch hier auf jeden Fall in dem Museum, weil es gibt hier sehr, sehr viele heftige Gegner. Definitiv. So, da müssen wir hier hin. Okay. Bis jetzt ist der Weg noch klar. Oh. Da will mich jemand offensichtlich nicht durchlassen. Ja, das stimmt wohl. Gut, ah ja, dann... Dann Kampf gegen einen Riesenskorpion. Oh mein Gott, das ist noch nicht mal ein Endgegner, was? So, dann... Ich habe ja Erstschlag, das muss ich mir noch angewöhnen, ey. Und schade, dass dieser Eiszauber nicht funktioniert, Mann. Ah, der trifft aber auch immer, ne? Das ist so mies. Das geht auch mal kaputt. So. Und zack, zack. So. Schön ausweichen. Ja, voll. Sehr schön. Oh, lad doch nach. Ach, verdammt. Scheiße. Boah, Leute. Das ist schon ein übler Schaden, den wir hier kriegen. Aber wir waren erfolgreich. Sehr gut, Leute. Und wunderbar. Dann würde ich sagen... Spare ich mir die Medizin nochmal auf. Und da haben wir ja noch so ein kleines Spielchen. So eine kleine Quizfrage hier, oder? Genau.
Was war die natürliche Ressource für die ersten Organismen, die 3,9 Milliarden Jahre zuvor gelebt haben? Ich würde sagen, aus dem Ozean, ne? Weil das andere aus dem Vulkan und die Photosynthese, die macht keinen Sinn. Ozean. Nicht? Was? Photosynthese? Auch nicht, was? Dann die Vulkane? Krass. Ja, da gibt's jetzt natürlich nichts, ne? Das ist scheiße. Ich glaube, wenn man die Frage direkt beantwortet, hat man mit Medizin 4 oder so. Wenn man eine falsch hat, Muni, und wenn man alle falsch hat, gar nichts. Schade. Echt? Aus Vulkanen? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, Ozean. Aber gut, wieder was dazugelernt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kanu. Okay. Komm, jetzt diese Rollgegner. Nein, okay. So, ich kann direkt schießen, Leute. So, zack, zack. Dreimal Schaden verteilen. Das ist schon mega geil. So, der Dino ist schon mal weg. So, kommt mal schön alle beieinander. Sehr schön. So muss man das machen. So. Und hier, zack. So. Fast ohne Schaden. Geil. Und nochmal Level Up. Und Medizin 2 und Junk. Den Junk, den kann ich gleich wegschmeißen. Den Junk, den kann ich gleich wegschmeißen. So, wir sind hier. Da ist eine Tür verschlossen. Okay, auch interessant. Da kommen wir nicht hin. Gut, dann müssen wir halt hier hinten hin. Es geht ja im Moment nur geradeaus, ne? Ist echt interessant. So, was haben wir hier? Noch ein Kampf erstmal. Und ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt und wie wir hier gegen Grashüpfer kämpfen. Drei auf einmal getroffen. Das ist natürlich mal nice, Leute. So, zack. Und sie wieder zwei getroffen. Das ist mega. So, dann schießen wir auf den bitte, in der Hoffnung, dass der da rein fliegt, aber nein. Okay, die Grashüpfer, weg damit. Das ist, boah, Medizin 2, Leute. Wir werden hier voll geballert mit Medizin. Ich wusste, dass hier eine Kiste ist, Leute. Noch eine neue Waffe, Leute. Aber ich glaube, die ist auch nicht so gut. Na, die ist nicht so gut. Nee, ist kacke. Hat auch einen Eiseffekt, den habe ich schon. Aber der bringt ja nichts. Das ist ja das, der bringt ja nichts. So, wir könnten jetzt nach oben gehen oder geradeaus. Ich würde mal sagen, ich gehe mal geradeaus durch. Und weiter nach Eve suchen. So, was haben wir denn hier? Oh, ein paar Skulpturen hier. Das sieht ja interessant aus, Leute. Einfach so nichts. Ist hier gar nichts. Na toll. Ist hier... Hä? Moment. Ah! Moment mal, was war das für ein Geräusch? Oh! Da war wohl doch was. Okay. Scheiße. Da ist irgendwas kaputt gegangen jetzt. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist da kaputt gegangen? Warum und wie überhaupt? Oh! Da sind die Rollgegner. Die sind nervig, Leute. Diese blöden Kellerasseln. Die sind richtig nervig, weil die... Die attackieren und rollen so doof. So. Bei denen bringt der Eiseffekt nämlich auch nichts. Scheiße. So. Aber wir machen schön Doppelschaden. So. Und denen muss man immer so ausweichen. Schaut euch das mal an. Die rollen hier durchs Bild, ey. Denen kann man schwer ausweichen. Wenn die einmal rollen, dann rollen sie. Boah, Medizin 4 Full Cure. Medizin 4 tauscht die gegen Junk erstmal. Full Cure. Oha. Menü ist so voll mit Medizin 2. Und Medizin 3, das ist ja unfassbar. Das Narita, das kann ich nicht, ne? Nee. Gut, dann Medizin 2 und Medizin 4 auch nochmal tauschen mit einer Medizin 2. So.
Medizin 2, die könnte ich jetzt eigentlich auch mal benutzen, ne? Das wäre viel zu schade, die wegzuschmeißen. Nutz mal eine. So, oder zwei. Use, komm. Zwei Medizin, zwei benutzt. Gut, dann war das wohl eine Sackgasse da. Dann müssen wir ja jetzt wohl hier oben, ne? Und jetzt geht's los mit der Verwirrung. Yay. Weil man weiß nie, auf welchem Stockwerk was ist. Es ist so bescheuert hier. Dann haben wir nochmal so ein Spielchen hier. Die Mitochondria generiert ATP. Adenosin-Triphosphat. In der Zelle. Wie viel Energie ist das gleichwertig? Ja, da haben wir nämlich aufgepasst. Da hat der Clip irgendwas erwähnt von 200.000 Volt. Ammo. Keine Medizin 4? Was soll das denn? Aber die war richtig, die Frage. Sehr, sehr cool. Und ja, wohin jetzt? Ne? Zwei Wege? Ein Kampf. Okay. Was denn für ein Kampf? Och, nö, diese zwei Raptoren, ey, die sind doch nervig. Die Raptoren hier, die ziehen echt viel ab. Schaut euch das an. Ja, oder geht eigentlich, ne? 17. Komm, lad nach und schieß jetzt. Perfekt. 2x78 Schaden reingeballert hier, so. Aber schade, wie gesagt, dass der Eiseffekt nichts mehr wert ist, ey. Mann, Mann, Mann. Na gut, egal. 30 Muni. Muni haben wir jetzt auch wieder genug. Und dann würde ich sagen, Heal 2. Na, das ist fast schon so. Da komme ich nicht durch. Warum kommst du da nicht durch? Naja, gut, egal. Dann müssen wir ja hier lang. Bleibt ja nichts anderes mehr über, ne? Meine Füße sind gerade so extrem kalt. Ist halt auch frisch geworden draußen, ne? Das ist irgendwie... Der Winter, der ist da. Genau wie hier im Spiel. Was ist das denn hier? Hier ist ein Loch. Ach, da unten, schaut mal. Da unten, da waren wir doch eben. Bei diesen komischen Fettköpfen da. Okay, interessant. Kann ich hier rein? Ist das hier eine Tür oder so? Nee, okay, cool. Ja, nachts im Museum, ne? Erinnert mich ein bisschen an den Film hier, wenn hier alles zum Leben erweckt. Aber gut. Jetzt geht's nochmal hoch. Hoch oder runter hier? Ja, dann geh erstmal runter, ja? Mal gucken, wo wir da rauskommen. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Offense plus 1, das nehme ich natürlich direkt. Wo ist es denn hier? Rein damit. In die Waffe. So. Und wo geht's denn hier rein? Ja. Wo geht's denn hier rein? Hä? Ah! Oh, ein Tool. Geil, Leute. Ein Tool. So, kann ich mir wieder Werte aus einer Waffe ziehen? Nein, nein. Was zur... Doch, nimm diese Waffe. Was ist das hier überhaupt für eine? Ach, die ist so eine Waffe, ne? M203, nee, nee, das... Nee, nee, dann zieht ihr die Werte da raus. So. Schafft auch Inventarplatz. Nein, 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 da will ich keinen. Das war alles? Deswegen sind wir runtergegangen für ein Tool? Naja, gut. Ich meine, warum nicht? So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch in den dritten Stock. Dann gehen wir hoch. Ja, ja, du kannst nur hoch. Ja. Dann noch weiter hoch. Hoch auf den dritten Stock. Ja, dieses Museum hat auch sehr viele Stockwerke. Und da ist auch schon das Museumsdach. Und ich wollte rein. Nein, 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 nicht da rein. Nicht da rein. Ah ja, ich will noch die Kiste holen. Geh mal wieder raus. Ja, da hab ich schon wieder so ein ekliges Skelett gesehen, ey. Ich will nicht. So. Rakete. Geil. Munition für einen Raketenwerfer, Leute. Den werde ich auch gleich definitiv mal benutzen. So, was haben wir denn hier? Skelettleere hier irgendwas. Oh Gott.
Oh Gott. Ach du Scheiße, Skelettleere. Ja gut. Ein Dino. Ein Dino, der zum Leben erweckt wurde. Okay, der hat's schon gebissen. So, dann ist er jetzt weg. Sehr gut. Easy, dieser Dino. So, ein Skelett. Und ein Spiel. Ist das da drin? Ach, du, guckt euch das an. Skelette, die Zeitung lesen. Das ist bescheuert hier, ey. Ach, du Scheiße. So. Wenn man Mitochondrien in den Körper nimmt, welches Sauerstoff als die natürliche Quelle nutzt und mit denen man in Symbiose lebt, hat das Bakterium eine sehr hohe Anzahl von Energie genommen. Okay, was war die Konsequenz? Altern? War sogar richtig, okay, wusste ich jetzt nicht. Okay, Tool, kann ich hier noch mit der Weste irgendwas machen? Nein, die Waffe? Nein. Cool, dann spare ich das einfach mal, das Tool. Okay. Das ist so geil, Alter, schaut euch das an, ey. Happy Family mit Skeletten. Was haben wir hier? Oh, du Gehirne oder was? Was ist das für ein Museum, Leute? Das ist doch bescheuert. Aber gut, es wäre halt nicht Parasite Eve, wenn's, ja, wenn es nicht irgendwie bescheuert und eklig wäre. Schau dich das an, der Höhlenmensch ist umgefallen. Mensch. Oh, zwei Kellerasseln. Okay, und zack, zack. So. Und einfach ausweichen. Verdammt. Gut. Einfach den kaputt machen. Die halten auch viel aus. Ne? So, dann weich nochmal aus. So. So, dann. Zack. Na, schön weg mit den Dingern. Pre-Race. Noch ein neuer Zauber, Leute. Revive, wenn innen. Oh, geil. Das ist wie so ein Revive. Wenn wir also sterben, kriegen wir ein Leben. Werden wir einmal wiederbelebt. Oh ja, das ist geil, Leute. Das ist echt geil. Wir leveln uns schon ordentlich hoch, ne? Merke ich gerade. Diese Zauber, die wir hier kriegen, die sind echt high-end, ne? Gut, wir haben noch ein Spiel hier. Im Jahre 1987 haben Ken und Wilson eine Theorie rausgebracht, die Menschen, die Rife weiß ich jetzt nicht, von Mitochondrien Eve wahrscheinlich abstammen. Welcher Organismen ist, wird vermutet, dass der die Mitochondrien Eve ist? Schimpanse aus Indonesien, ein weiblicher Affe aus Galapagos? Nee, das war doch die afrikanische Frau. Amo 30, jawohl. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass der Clem davon was erzählt hat. Ja, ist echt interessant hier, ne? Nochmal? Ja. Ja gut, da kriegen wir jetzt natürlich nichts mehr raus. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt nämlich auch wieder 25 Minuten Folgen. Oh, was haben wir denn da? Was ist das denn für ein roter Knopf da? Das ist ja interessant. Gut, dann mache ich noch diesen Kampf in diesem Raum hier und dann würde ich sagen, ich vergesse immer, dass ich Erstschlag habe. Ich bin so ein Vollidiot. So, ja, und diesen Grashüpfer da. Ah, das Schild. Ah! Zum Glück machen die nur 6 Schaden. Ich schieße immer auf den Falschen, ne? Das. Keine Chance, der Burst-Schaden. So. Und jetzt. Ah, es geht doch nicht da. Ich will beide auf einmal treffen hier. So. Ja, es gibt keinen. Okay, schade. Leute. Kann ich keinen Burst-Schaden hier ausnutzen. So. Medizin 2, perfekt. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, heile ich mich nochmal kurz. So. Guck nochmal an, was das für ein roter Knopf hier ist. Da ist gar nichts. Okay, interessant. Der rote Knopf ist da einfach so. Okay, was haben wir hier? Oh, das sieht cool aus. Was ist denn das hier? Hier ist auch noch so ein roter Knopf. Na gut, liebe Leute, hier gibt es drei Wege. Drei Wege, ja.
Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.